So, Freunde, es geht weiter mit der nächsten Folge der Autorennen. Sammy ist auch dabei. Die hat mich nämlich in der letzten Folge dann zum Schluss vom Glück gebracht, nachdem ich 80.000 Mal gefailt habe. Und jetzt sind wir hier in San Fierro. 3 Kilometer Waste Tournament. Keine Ahnung. Oh, mit einer Sanchez. Wieder Motorrad. Ich habe also viel Glück mit Motorrädern, ne? Schatz? Ich habe doch viel Glück mit Motorrädern, ne? Bin Vierter. Bin aber auch gleich Erster. Weil alle selbe Motorrad haben. Weil bei den anderen Motorradrennen war das so, dass jeder... Ich weiß nur, wo das Ziel hier ist, ne? Aber ich hoffe, das ist nicht so weit weg. Also ich sehe die anderen schon gar nicht mehr. Könnt ihr jetzt... Ich hoffe, es gibt nicht so einen Fail-Part wie beim letzten Mal. Freunde. Wer will, dass ich meine Managerin befördere? Das solltet ihr jetzt hier mal bitte einen Kommentar über diesen Video setzen. Hast du gehört? Ich habe gerade eine Umfrage gestartet, ob du befördert werden sollst oder nicht. Willst du überhaupt befördert werden? Dann bedeutet auch mehr Arbeit für dich. Ey, das könnte schon das, da hinten könnte schon die Ziellinie sein. Nee, ist aber noch nicht. Sieg! Beim ersten Mal. Ja, beim ersten Mal. Dann bin ich gut hier. Warum haben wir denn gleich mit San Fierro angefangen? Wenn das jetzt hier so durch gut geht, ne? Vielleicht mache ich dann auch die anderen Rennen. So, dann machen wir jetzt nochmal 3 Kilometer Bandito. Und alle haben wieder dasselbe Fahrzeug. Bin Dritter. Ja, ich bin von 6 gestartet, hallo, ich bin Erster. Und jetzt fahre ich mir wieder einen Abstand raus. Was? Ich bin immer noch Erster, was na toll. Ich fahre mir einen Abstand raus, habe ich gesagt. Weil die anderen will schon gar nicht mehr. Weil ich so schnell bin. Ey, das wird... Wenn das jetzt beim ersten Mal hier alles so gut durchgeht, ne? Mache ich wirklich heute noch die anderen Rennen. Wird halt 9:45, bis ich ins Bett komme, aber das ist mir dann relativ egal, weißt du, was ich meine? Weil so, wenn so ein Rennen 2 Minuten dauert oder so, ne? Dann kann man auch das heute noch schaffen, oder? Nein, nicht überschlagen. Gut. Ich seh, ey, die anderen sind gar nicht mehr da. Ich bin jetzt wahrscheinlich gleich schon im Ziel und die anderen sind auch gar nicht hinter mir. Verdammt, bin ich gut geworden, ne? Obwohl die Flugrennen sind immer noch die einfachsten. Weißt du warum? Ich bin der Einzige, der da fliegt, ne? Und ich muss halt nur ins Ziel kommen. Wow, oder? Ich muss keine Zeit schlagen, gar nichts. Immer noch Erste.
Ich will Konkurrenz! Nein, will ich nicht. Ich will jetzt einfach nur alle Rennen hier heute beenden. Das brauche ich nämlich für die 100%. Nein, ins Wasser gefahren. Scheiße. Scheiße, ich habe mir das Rennen versaut. Ich bin nämlich ins Wasser gefallen. Ich musste eigentlich über so eine kleine Brücke fahren, die halbwegs ins Wasser geht, ne? Und ich hab die halt nicht genommen, hab gesagt, komm, fährst halt ein bisschen weiter rüber, um ein bisschen Zeit zu sparen, ne? Und dann ist mein Auto ertrunken. Aber ich bin schon wieder Zweiter. Erster! Hat sich nichts geändert. Und diesmal hab ich auch, hängen die mir ein bisschen mehr am Nacken als beim letzten Mal, glaube ich. Aber egal, ich hab das schon. Weil es war nämlich kurz vorm Zielgrad. Ich Hampelmann. Was sagt uns das? Keine Abkürzungen fahren, oder? Wir mal einmal Abkürzungen fahren, ne? Und schon wieder im Vorsprung herausgefahren. Die anderen sind schon wieder nicht da. Weil die hauen sich gegenseitig, fahren sich gegenseitig in die Karre. Was ich natürlich nicht mache, ne? Das hat bei dem mit Autorennen nichts zu tun. Die machen eher einen auf TV Total Soccer Quest Challenge. Ey, was denn? Kennst du bestimmt noch, oder? Was früher bei Pro7 kam. Was der Stefan Raab immer ausgetragen hat. Und sowas mache ich halt nicht. Ich klatsche eher gegen die Wand. So, jetzt kommt die Stelle, wo ich gerade gefailt bin. Die kommt jetzt gerade wieder. Bin schon wieder da, wo ich gerade ins Wasser gefahren bin. Ach, hier kann ich durch. Nein. Nein. Und schon wieder die Stelle übersehen. Ich muss da durchfahren, ne? Nur aber ein Stückchen weiter rüber, weil da ist ein kleiner, schmaler Weg, wo man drüber fahren kann. Aber ich, Hampelmann, muss ja immer den. Da ins Wasser fahren, wo ich wieder mehr vorwärts komme, ne? Toll. Das wäre so einfach. Ich hätte es wäre schon längst. Wahrscheinlich hätte ich die anderen drei Rennen auch schon fertig gefahren. Wenn ich jetzt so blöd wäre. Oder? Die anderen hauen sich so in die Karre, ey. Nur ich nicht. Ich hab schon wieder einen Abstand, ich sehe die anderen schon wieder. Doch, die sind noch hinter mir. Und schon wieder in die Karre gefahren. Mein Gott, sind die blöd. Gut, dass dein Schatzi nicht so blöd ist. Naja. Wenn man zweimal dieselbe Stelle ins Wasser fährt mit Absicht. Kann man ja nur blöd sein, oder? Warum? Ich meine, muss man es doch merken, dass da irgendwie dieses Karre untergeht, oder? Und schon wieder einen Abstand herausgefahren. Nein, nein, nicht drehen. Nicht aufs Dach drehen. Und die anderen fahren ins Wasser. So. Gleich kommt die Stelle wieder, wo ich die ganze Zeit ins Wasser fahre.
Ich bin ja gerade fast von der Brücke geflogen. Warum riskiere ich... Oh, scheiße, Alter. Diesmal liegen die mir wirklich im Nacken. Und ich hab sie wieder abgehängt. Und ich fahre an die Wand. Und ich überschlag mich. Ich hasse es, wenn ich unter Druck stehe, ne? So, jetzt kommt wieder die Stelle. Endlich. Ich bin auch erster Schatz. Obwohl ich gerade wieder im Wasser hängen geblieben bin. Aber da vorne ist, glaube ich, das Ziel. Nee, immer. Wo ist jetzt hier das Ziel? Wo ist dann das Ziel hier? Gleich brennt meine Karre. Sag jetzt ja nicht, da unten ist das Ziel. Sieg! Ich hab's geschafft. Hey, ich hätte auch die anderen dreimal geschafft. Hätte ich ja dreimal an dieselbe Stelle ins Wasser hätte ich die Stelle richtig genommen, hätte ich das auch noch geschafft. So. Go, Kart, go. Jetzt wird auch noch Kart gefahren. Mario Kart. Und Attacke. Ich bin schon wieder Dritter. Alter, ist das Kart bescheuert. Alter! Oh, shit. Das Kart lässt sich scheiße lenken. Das ist viel zu hektisch. Wenn ich die Kurve lenke, es lenkt so heftig. Aber ich bin... Aber mein Kart kann Ampeln umfahren. Ich bin Dritter. Erster. Und ich dreh mich. Also mein Kart hat schon... Das ist nur noch das Gestell übrig, ne? Alles andere habe ich schon kaputt gefahren. Aber ich bin Erster. Und ich habe Abstand herausgefahren. Also die Seitenteile sind alle ab beim Krokart. Die habe ich schon kaputt gefahren. Von mir aus kann jetzt das Ziel kommen. Also vorne die Stoßstange wackelt, also vorne das Ding wackelt auch schon beim Krokart. Und es ist auch weg. Und Hinterteil ist weg. Jetzt habe ich nur noch das Gestell, wirklich nur noch das Gestell. Geil! Das Kart sieht richtig gut aus und fängt gleich auch an zu brennen. Aber ich bin immer noch Erster. Obwohl ich so viel crash. Und wieder ein Crash. Also ich glaube nicht, dass ich das Rennen gewinne. Ich glaube nicht, dass ich das Rennen gewinne. Nee, ich crash ja überall. Okay. Großes Ziel! Ich könnte jetzt langsam mal das Ziel gebrauchen. Ist das das Ziel? Ist das das Ziel? Nö. Warum auch? Man quält mich immer noch weiter. Da ist das Ziel. First 2! Es läuft! Erster! Was kommt jetzt? Drei Rennen noch. Drei Rennen sind es noch, Schatz.
werde ich ja wohl noch schaffen. Sag mal, welcher Platz ich bin. Das letzte. Erster von hinten, ja. Ich glaube, es geht schon wieder los. Ich erzähle euch mal einen Witz, Freunde. Was ist klein, grün und Dreieck? Ein kleines grünes Dreieck. War der gut oder war der gut? Sau schlecht. Wo wohnen Katzen? In einem Mietshaus. Was sitzt im Urwald unten in den Bäumen? Schatz? Was hängt im Urlaub an den Bäumen? Im Urwald an den Bäumen? Urlaub. Ohne Scheiß. Was macht man mit dem Hund ohne Beine, Freunde? Was macht man mit dem Hund ohne Beine? Um die Häuser ziehen. Ich bin immer noch Fünfter, ne? Sechster. Das mach ich doch. Ich hab mich wieder viel zu leicht ablenken. Was? Ich bin Fünfter geworden. Wow, ich bin Fünfter geworden. Wo ist mein Orden? Verlierer. Was Verlierer? So, jetzt bin ich auch Erster. Und was macht ihr jetzt? Und nochmal das Rennen starten. Komm, pinker Power Ranger mit einem pinken Karre klappt das jetzt ganz bestimmt. Nicht. Fünfter war ich eben gerade auch schon. Vierter war ich noch nicht. Thanks, dude. Thanks a lot. Dritter war ich noch nicht. Hey, ich bin Dritter. Wow, war was Neues. Konzentriere mich jetzt einfach mal wieder. Ich höre jetzt auf zu labern, konzentriere mich mal wieder. Und gegen die Wand gefahren. Gerade sage ich doch, ich höre auf zu labern, konzentriere mich wieder. Und was mache ich? Fahre in die nächste Wand. Come on. Ich bin Dritter. Ich will aber Erster werden. Wo sind die anderen beiden? Ich finde die anderen beiden nicht mehr. Ich will Erster werden, nicht Dritter. Schaut mal, welcher Platz ich bin. Nee, Dritter, immer noch. Ja, dann sind wir wieder im Ziel, oder was? Ohne Scheiß, die sind echt schon wieder im Ziel, die anderen. Alter, wie schnell sind die? Die sind echt schon im Ziel. Ja, warten sie. Aber schon mal Dritter. Ich muss jetzt echt mal aufhören zu labern. Okay, von 5 auf 3, das ist schon mal ein Fortschritt, oder? Ja. Und die erste Laterne mitgenommen und Rückstand rausgefahren. Jawohl! Fünfter! Haben wir eben gerade schon, oder? Was? Immer noch Fünfter, obwohl ich... Vierter!
und Kontrolle beim Wagen verloren. Dritter! Waren wir nicht gerade Dritter? Und diesmal haben die anderen keinen Vorsprung, ne? Ich bin direkt hinter denen. Ach, Scheiße. Oh, nein! Vierter! Schatz, drück mir die Daumen, dass ich es gewinne. Immer noch Vierter. So, aber jetzt komme ich, Freunde. Steh da so doof rum, fahr! Ey, der Erstplatzierte ist schon wieder im Ziel. Das gibt's doch nicht! Wie schnell soll ich noch fahren? Schon wieder nicht gewonnen, Schatz. Ich bin Vierter geworden. Obwohl, nee, doch steht es an der Fest, welchen Platz ich bin, weil ich mich schon wieder gedreht habe. Fünfter! Scheiße, bin ich schlecht. Ich war fünfter. Nee, war ich nicht. Ich war für eine Sekunde Erster, ja. So, komm. 3, 2, 1, Vollgas! Und schon wieder Letzter. Cool, oder? Aber jetzt bin ich Erster. Wenn die mich nicht drehen würden. Und Letzter. Und schon wieder gedreht. Okay, Freunde. Ich sehe schon, das macht heute Abend keinen Sinn mehr. Ich mache jetzt auch 2 Folgen draus. Weil ich will jetzt mein Wrestling gucken. Wir machen morgen weiter. Meine Freundin pennt auch schon am Telefon, höre ich gerade. Habt ihr gehört? Die ist auch müde, meine Managerin. Ich will jetzt SmackDown gucken. Entschuldigung. Wow. Entschuldigung. SmackDown ist erst am Samstag. Verzeiht mir das bitte. Und dann gehen wir jetzt hier speichern. Okay.